Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Hammer Sound? Ja, Hammer Sound, alles gut. Dann können wir loslegen. Ja, wie immer, letzte Bookmarks hier jetzt abgrasen. Es sind noch zwei Sprünge zum nächsten. Das ist sehr okay. Und ja, wir harren mal der Dinge, die wir finden. Ja, hier, das war gerade A-Stern. Da habe ich schon zwei terraformierbare Planeten gescannt. Mit Scan-Date sieht es eigentlich relativ gut aus. Da haben wir auch schon wieder 112 Millionen. Bio-Ersch. Wow. Wow. Temperatur. Alles gut. Dachte, hier ist gerade was vorbeigerauscht. Okay. Lass uns mal gerade außen gucken. Ach, da hinten. Wow. Okay, der ist weit genug weg. Moment, was war hier? What the frick? Was ist denn du? Ach, das ist der. Das ist das andere, was wir dort sehen. Ja, okay, ja, ja, da sehen wir es schon auf dem Radar. Das ist wohl ein Titori oder brauner Zwerg oder sowas. Naja, C-Stern. Gut. Dann fangen wir doch damit mal an. Okay, das ist doch, das ist dann, muss dann auch irgendwie sowas in der Ecke sein. Guck mal, Bermo. Ja, da ist was direkt hinterm Stern. Aber kein Problem, guck mal. Wir müssen eh die Richtung. So, das sollte reichen. Ja, perfekt. Okay, du. Brauner Zwerg, Klasse L. Interessant. Was haben wir hier? Eiswelt, Neonreich, nix. Okay. Okay, gut, dann würde ich sagen, ein blauer Überriese. Bin gespannt, ob wir wieder den Namen Getung lesen. Der war ja ziemlich fleißig hier in der Region. Und er war sehr liebenswürdig. Er lust uns sogar große Eisplanete. Der weiß, wie man es macht. Der hat's Begriff. Das war wahrscheinlich weit vor der Zeit. Nee, war es nicht. Oder? Vielleicht doch weit vor der Zeit, wo ich Elite gespielt habe. So. Ein nahes binäres System. Ich habe es gerade aufgepasst. Ah, der ist uns. Cool. Blau-weißer Überriese, 269 Sonnenradio und ein O-Stern mit 179. Wow. Ja, gar nicht so weit entfernt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist doch nice. Ja. So, da haben wir doch schon mal im Bild. Das ist doch wunderhübsch. Gut, dann lass uns mal das Bookmark entfernen. So. Okay, dann hier, du. Ein O-Stern, O3. 400. Ja, wir schauen mal, ob wir abkürzen können. Nicht. Da ist nur ein O-Stern und ein B-Stern. Nee. Gut, dann halt nicht. Ach so, ja. Wir müssen noch was machen. Und zwar ganz dringend, denn
gewisse Leute meinen, ich wäre geizig. Das stimmt so nicht. Ich habe nur viel Geld und gebe es nicht aus. Ja, Kai, deine Anmerkungen wurden erhört. Wir müssen jetzt nur ein bisschen Geld auf die Carrier transferieren. Sonst kann der Kai nicht ruhig schlafen. Und das wolle man nicht. Das sind wir, stehen wir relativ gut. So, jetzt muss ich auch gerade mal gucken, wie funktioniert denn das? Ich weiß das gar nicht mehr. Carrier Management. Stimmt irgendwie. So, auch das sind nur noch 93 Millionen drauf. Also guter Einwand. Das ist ein guter Einwand. Das wird nur Zeit. So. Navigation, nein, Budget, oder? Einzahlen, abheben. Ja. Genau. So, einzahlen, gut. Wir haben im Moment 22 Milliarden. Tja, dann waren wir Millionen. Sind das? Ja. Wir schieben mal 1 Milliarde drauf, würde ich sagen. So. Ja, ich weiß, das macht es nicht besser, aber mein innerer Monk schreit mich gerade an, bitte mach eine gerade Zahl. Oder wir machen 999.999, naja, nee, auch nicht. Ja. So, das ist doch wohl, wir haben es doch, oder? Das ist eine Million, Milliarde. Okay, da haben wir immer noch genug und... Ja, ich denke, der Unterhalt vom Carrier ist die nächste Zeit sehr schon mal gesichert. So, haben wir das auch mal gemacht. Ich glaube, das war auch mal wichtig. Moment, ja, wir können weiter. Haben wir ein bisschen was zu tun jetzt? 8 Sprünge. Wir haben hier schon mal unterwegs, ob man noch was abkürzen könne. Und es war jetzt gar nicht so schlimm, die Milliarde zu überweisen. Wir haben hier immer noch. Also wir müssen nicht am Ruderdruck laden. So, ein bisschen Sprit wäre nicht schlecht. So, genug Sprit haben wir jetzt auch nochmal. Das passt. Ja, hier ist hier sonst nichts. Also können wir ohne Probleme weiter. Ja, guck mal, 9000 Lichtsekunden entfernt. Ja, die sind vielleicht nah beisammen, aber gab noch nicht immer eine Meldung. Insofern brauchen wir hier gar nichts machen. Okay, hier ist auch nichts. Interessant. 10.000. Ja, sind aber auch kleine Sterne. Auch keine Meldung. Two, one, engage.
Was ist das da? A-Stern, oder? Sieht nur schwer nur aus. Nee. Nee. Es ist nicht F-Stern, das ist. 34, okay. Naja, dann würde ich sagen, frohes Scannen. Oh, wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen weg, eventuell. So, ja, das passt schon eher, denke ich. Was haben wir dann hier? Hallo? Oh, eine erdähnliche Welt, aber hallo. Das ist nicht schlecht. Hier war noch was. Ist noch einiges. Ja, und ich weiß, den B-Stern habe ich gerade ausgelassen. Ich wollte jetzt erstmal mal die Nähe dran scannen. So. Ah, du hast Gasriese. Okay. Moment, wir gucken sie erstmal noch mal die Gasriese hier wegkriegen. Offenbar tun wir das und dann. Oh. Okay. Jetzt gerne mal Momonde. Nein. So. Wie weit bist du eigentlich entfernt? 74.000. Okay. Kleinkram ist auch weg. Jo, fertig. Okay, da haben wir ein bisschen was zu tun. Moment, wir gucken sie ja schon mal drüber. Nope, wir haben. Was ist denn das? Leider nichts. So, wir haben Nummer 4 ist terraformierbar. Wir haben die 5 und die erdähnliche. 4, 5 und 6. Okay. Gut, in der Reihenfolge würde ich sagen. Ja, das ist auch gar nicht so furchtbar weit alles. Das ist schon mal gut. Moment. Ah, die Nummer 6. Ja, genau, das passt. Die nehmen wir am Schluss mit. Und da könnte man doch noch mal in the Orbit. Also, nee. Doch. Runter, also nah ran. Jetzt das von nah angucke. Das machen wir doch. Oh ja, die erdähnliche ist nicht schlecht. Temperatur von 27 Grad. Mhm. Ja. Das wäre so Ausflugsziel. Bitte nur leichte Sommerkleidung mitbringen. Moment, 4 ist hier. Ah, der Mond, okay.
Wunderbar, der Mond ist zuerst da. Machen wir so. Und zuerst beim Mond vorbeikommen. Oh. Der war zu schnell. Dann machen wir es hier stellen. bisschen zu schnell gewesen. Passiert. Ja, eigentlich hätte man können rumdrehen, aber ich war zu faul vor rumzudrehen, muss ich ehrlich sagen. Ist okay. Ich meine, es hetzt uns, jo Kenner. Na? So, jetzt ist aber der Mond dran. Naja, sieht man von der Nachtseite mit. Der Atmosphäre? Oder wie? Scheint fast so. Oh Mist, hab ich aufgepasst. 4. Ups, muss ich raten. Machen wir einfach so. Wir gucken mal. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das passt. Wunderbar, so, die Nummer 5. Ach, guck mal, passt sogar ein bisschen in die Richtung. War alles inkalkuliert, alles inkalkuliert. So, lass uns mal ganz kurz schauen, ob sich ein paar Sprünge weiter irgendwas zum Abkürzen anbietet und sehe da einen Neutronenstern. Denn können wir doch danach nutzen, nicht immer alles gescannt hören. Guck mal, hier ist auch einer. Oh, ohne Herbig. Mhm. Ja, aber der Neutronenstern, das ist eine sehr gute Idee. Nabend Ossi. So, da müssen wir eigentlich relativ schnell auch sind. Und dann nur noch die erdähnliche. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann können wir dort die Folge abschließen. Dann fliege ich zu dem Neutronenstern, mache noch eine FSA-Aufladung. Wie schaut sie eigentlich aus? Ach, schon auf 80% runtergerockt, okay. Naja, und da geht noch was. Könnt ihr euch ja noch schnell die Karte zeigen? Die haben wir doch so. Haben wir die schon geguckt? Keine Ahnung. Ich habe hier 2005 beim Beagle Point noch eine Route gefunden, wo noch einige scannen kann. Oh, das ist doch nicht schlecht. Moment, antworte gleich. Nicht, dass wir hier an dem Planet vorbeirauschen. So weit. Wow. Ja, okay, gut, ich meine, wenn hauptsächlich Sterne finden, die entdeckt sind, dann geht es halt relativ gut voran.
So, dann die Nummer 6. Ja, auch wieder 1200. Das ist okay. Die Sterne und ein paar Planeten sind gescannt, aber noch nicht mal alles mit dem VSS. Hm. Das hört sich schon gut an. Da kann man sich doch noch schön mit dem Namen dabei schreiben. Nicht schlecht. So. Die Karte. Oh, guck mal hier. Da ist einiges. So, warte mal. Mir fliegt zuerst ohne hin. Dann zack, der Ruf. Oder? Moment, wie? Nee. Dann flieh mal hier hin. Das ist besser. Genau, dann hier hin. Dann kann man denne schnappen. Dann kann man denne. Dann kann man. Oder von dem nur dem. Dann zu dem. Genau, dass man quasi hier als letztes ist und dann kann man noch schnell die drei inzacken. Dann hätte man es. Wow. Wow. Okay, gut, mir war lang genug hier. Ich müsste mal gucken, wann wir hier angefangen haben. Oh, ich glaube, ich will es nicht wissen. wie lange wir uns hier in dem Ecke rumgetrieben haben. Eieieiei. Und da sehen wir doch schon was Blaues. The Pale Blue Dot. Naja, nicht ganz. Wir gehen nur auf Nummer sicher, dass das auch passt. Jo, perfekt. Gut, dann zum Abschluss des Tages. Gehen wir in einen LFO. So ungefähr. Ist immer geil, wenn du schon so nah ranfliegst, dass du ohne schon bei der Landmasse sowas wie dreidimensionaler Eindruck entsteht. So, wunderbar. Eine wunderschöne erdähnliche zum Abschluss. Ich glaube, das kann man doch haben, oder? Das ist auch nicht schlecht hier. Diese Richtung. Machen wir doch noch ein Bild. Ach, das Sturmsystem da hinten. Gut, dann würde ich sagen, mit diesem Anblick
verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und ja, bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.